Ja, wie man im Hintergrund sehen kann, sind wir heute mal wieder im Tonstudio in Nienburg und haben uns heute ein wenig damit beschäftigt, wie können wir die Klangschalen am besten aufnehmen und wie kann Peter ein paar wundervolle Fantasiereisen für euch aufnehmen auch. Und ja, Peter, was ist jetzt eigentlich so der Unterschied zwischen Musik und Klang? Musik und Klang. Also wenn ich mir dieses Instrument hinten anschaue, bin ich sehr fasziniert von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Möglichkeiten, es einsetzen zu können. Also was macht man damit? Rhythmus. Und man will eine Botschaft damit rüberbringen. Das ist die Hauptsache von Klang und Musik, von einem Schlagzeug und Musik. Also ich habe eine Idee, ein Ziel und das will ich den Zuhörern rüberbringen. Ich bin der Macher und der Zuhörer nimmt auf. Mhm. Genau. Eine Klangschale wie ein Schlagzeug zu spielen, glaube ich, auf die Idee kommt man kaum. Es gibt eine Möglichkeit, das weiß ich. Aber normal spielt man eine Klangschale anders. Also man spielt sie gelassen an. Ich brauche keine große Ausbildung. Ich brauche mich nur auf die Klänge einzulassen, zu spüren und zu genießen. Kein Thema, ein Angebot. Das ist ein Angebot hier, ein Angebot an den Kunden. Und der Kunde kann sich dabei wohlfühlen. Und im Wohlfühlen kann er genießen, entspannen, kann stark sein und hinschauen. Und dann kann es im Kunden passieren, Veränderung. Veränderung, die aus dem Kunden, aus dem Menschen herauskommt. Ich mache ein wunderbares Angebot mit den Klängen. Ich habe kein Ziel, ich will nichts erreichen, sondern der Kunde, der Mensch, mit dem ich arbeite, der schaut hin, was er braucht und kann sich dann Stück für Stück entwickeln. Ja, all diese wunderbaren Eigenschaften, die beschreibst du ja auch und nicht nur du, sondern auch viele andere immer wieder in der Kraftquelle Klang, der neuen Zeitschrift des Fachverbandes und des Peter-Hess-Institutes. Was bedeutet für dich denn eigentlich Kraftquelle Klang? Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen eine Idee bekommen, ne, wo Kraft herkommen kann, was die Quelle ist, die nicht versiegt, wo ich Kraft aus Klang schöpfe. Und ich finde das ein wunderbarer Ausdruck. Also wir haben ja eine Quelle und haben die Möglichkeit, dort Kraft und Energie zu schöpfen. Und nochmal, es geht einfach darum, wieder am Ursprünglichen anzuknüpfen. Ja, und da bietet diese Zeitschrift auch ganz viele wunderbare praktische Übungen, Erfahrungsberichte. Also es ist wirklich ein ganz toller Klangschatz sozusagen. Ja, ich würde einfach gerne nochmal darauf eingehen, warum das so wirkt. Ne? Also wenn man sich länger auf die Klänge einlässt. Also Anna hat ja jetzt wunderbar wieder mit Klangschalen was aufgenommen, was man hören kann, sich einlassen kann. Wenn ich mich auf die Klänge einlasse, kann ich genießen. Und die Klänge der Klangschalen hören sich an wie kosmische, sphärische Klänge. Und im Osten hat man den Spruch, Nada Brahma, die Welt. Und wir Menschen sind aus kosmischen Klängen entstanden. Also erinnern diese Schalen an unseren Ursprung. Dort, wo wir herkommen, dort, wo wir sicher waren, dort, wo wir uns wohlgefühlt haben. Ich brauchte nichts zu tun. Bin ohne Wenn und Aber versorgt worden. Ich bin Teil des Kosmos gewesen und Kosmos. Es ist meine ursprüngliche Heimat, dort, wo ich im ursprünglichen Vertrauen war, im Urvertrauen. Und der Klangschall erinnert mich an dieses ursprüngliche Vertrauen, dort wo ich stark war. Und wenn ich stark war, bin, dann habe ich die Kraft zu mir zu kommen, mich zu verändern, selbst zu bestimmen, was ich will und noch vieles mehr. Und du bringst ja auch immer wieder
diesen Ausdruck Klangtransformation auch in Verbindung mit der Kraftquelle Klang. Was bedeutet das für dich? Also ich habe immer wieder festgestellt in unseren Seminaren, am besten natürlich in der Intensivausbildung, 7 Tage hintereinander im Klangraum sein, Klang zu erfahren, sich mit sich selbst zu beschäftigen, was sich da alles verändert. Und ich sage immer, man könnte von jedem Seminar eine Erfahrung, ein ganz spannendes Erfahrungsbuch schreiben, was alles passiert an Veränderungen. Und wir haben auch eine Untersuchung gemacht, kurz 2002 war das irgendwann, mehrere hundert Ausgebildete befragt, was hat sich denn getan nach der Ausbildung? Und die meisten sagen, mein Leben hat sich positiv verändert. Das heißt, mit Klang birgt das Potenzial zur Veränderung. Warum? Weil ich sofort bereit bin, mich einzulassen. Zu entspannen. Mich zu fühlen. Drauf zu schauen. Die Kraft habe, drauf zu schauen. Auch auf Probleme zu schauen. Und zu sehen, was ich verändern kann. Und es ist was ganz anderes, auf Probleme drauf zu schauen, als in Probleme reinzugehen. Das wollen wir nicht. Wir schauen drauf. Und das sieht ganz interessant aus, was in diesem Film alles abläuft. Und wir schauen, ist ja lustig, da unten bin ich in diesem Film. Und ich sehe, was für ein Quatsch ich mache. Und ich sehe und erkenne, was ich verändern kann. Also, es wird was verändert, transformiert. Und Transformation auch deswegen, weil ich greife zurück auf meine ganzen Lebenserfahrungen, die nicht immer schön waren. Und ich kann jetzt sagen, Gott sei Dank nicht immer schön waren, denn es sind die Herausforderungen, an denen wir lernen. Die Herausforderungen, die mich dazu auffordern, über mich nachzudenken und Veränderungen anzugehen. Und das ist eine Transformation. Wir transformieren, ne? So wie wir, weiß ich nicht, Kuhmist auf den Kompost werfen und davon wertvolle Erde kommt, aus der wir uns neu entwickeln. So haben wir den Klang und all unsere Erfahrungen als Grundlage für Neues, als Grundlage für Veränderungen. Und Klang macht es wunderbar leicht, Veränderung anzugehen. Das braucht gar nicht viel. Das kann, man muss nicht zur Intensivausbildung kommen, aber würde jedem empfehlen, dahin zu kommen, weil viele sagen, besser als ein langer Wellnessurlaub und andere, die vom Burnout standen, besser als 3 Wochen Psychiatrie. Also, ich komme wieder zu mir und ich werde dadurch stark, gewinne neue Lebenskraft und gehe sicher und selbstbestimmt in die Zukunft. Das ist das Wichtige. Ja, du sprachst gerade von der Intensivausbildung. Das ist dann die größere Ausbildung schon. Aber es gibt ja auch dein neues Seminar, 5 Minuten Klang. Und da sagst du, das verändert das Leben. Das kann das Leben verändern. Reichen 5 Minuten Klang wirklich aus am Tag? Also ich frage dann immer meine Seminarkunden und sowas. Wann hast du dir am Tag mal 5 Minuten Zeit genommen, um über dich nachzudenken? Wir leben nur im Außen. Wir sind wie Marionetten oder Hampelmänner, so gehen wir das Leben. Also alle anderen scheinen an uns irgendwo an diesen Strippen zu ziehen, damit wir funktionieren. Wir haben keine Zeit nachzudenken. Und es ist erstaunlich, dass 5 Minuten, was 5 Minuten mit uns Menschen machen können. Ich erfahre das immer selbst bei mir. 5 Minuten, wir haben die Zeit dafür, ne? Und 5 Minuten, ich habe es mal so überschlagen, sind 0,35% des Tages. Die Zeit haben wir nicht, ne? Und wir beschäftigen uns mit allen Unsinn. Wir haben 50 bis 80.000 Gedanken, die uns täglich durch den Kopf gehen. Und die meisten Gedanken sind Quatsch. Und die belästigen uns und die beschäftigen uns. Und nur wenige Gedanken, die sind konstruktiv. Und 5 Minuten Klang, was machen 5 Minuten Klang mit uns? Also ich
Wir haben so eine wunderbare Übung, Klangschale auf den Heimteller stellen, hören, lauschen und spüren die Klänge im Körper. Braucht nur 2 Minuten zu dauern. 2 Minuten täglich und es ist spannend, was das mit uns Menschen machen, wenn wir 2 Minuten, nur 2 Minuten für uns da sind. Und da gibt es eine Untersuchung von einem Professoren-Ehepaar Erler, das ist Heller und Louis Erler, und die haben Menschen Klangschalen beigebracht und haben gesagt, wenn ihr bereit seid, täglich 2 Minuten nur die Klangschalen zu hören, auf den Körper zu stellen, auf den Handteller zu stellen, die Klangschalen zu spüren, dann schauen wir mal hin, was sich verändert in 30 Tagen. Die haben dann Tagebuch geführt über 30 Tage. Und es war wahnsinnig spannend, was sich alles verändert hat. Zum Beispiel, das Schlafverhalten ist besser geworden. Das heißt, körperlich besser wohlgefühlt, seelisch wohler gefühlt, spirituell besser da gewesen. Und vor allen Dingen, in den 2-3 Minuten haben wir noch Zeit für wunderbare Ideen, was wir verändern wollen an uns. Und das dann aufzuschreiben, ein Tagebuch ist dann besonders gut, dann erinnern wir uns daran. Und das Spannende war, nach 30 Tagen, viele dieser Ideen haben sich auch noch umgesetzt. Die sind zur Wirklichkeit geworden, muss man sich mal vorstellen. 2-3 Minuten, ne? Und das sollte man mal ausprobieren. Und 5 Minuten wäre besser. Ne? Dann sage ich 2 Minuten morgen, 2 Minuten abends. Wenn man sich den Luxus gönnt, 5 Minuten, 0,35% des Tages, die 5 Minuten gönnen, das ist also eine wahnsinnige Kraft, die in der Veränderung steckt. Also Kraft, die in dieser Transformation von dem Alten belassen, woraus wir gelernt haben, zum Neuen hin zu kommen, in dieser kleinen Transformation. Ja, das hört sich sehr spannend an, dass ich mit so wenig Aufwand eigentlich so viel in meinem Leben dann schon verändern kann. Ja. Und könntest du noch ähnliche Seminare empfehlen, wo du sagst, ja, da ist passiert ganz viel, obwohl ich eigentlich nur wenig investiere? Also wir hatten jetzt letzte Woche ein Seminar MBSR und Klang. Da geht es natürlich auch viel um solche kleinen Klangübungen, die ich dann den Alltag mit hineinfließen lasse. Das waren Menschen, die aus dem Beruf kamen und dringend Urlaub brauchten. Und es ist wahnsinnig, wie sie sich verändert haben, die Gesichter verändert haben, sie klar rausgegeben gekommen sind und neue Freude gewonnen haben. Also das zum Beispiel. Andere Seminare, die wir haben, sind ganz ähnlich zur Gesundheitsprävention. Das heißt, was kann ich für meine Gesundheit tun? Da geht es nicht nur um tägliche Gesundheitsübungen, also auch mit Klangschalen am Körper, sondern es geht auch darum, was verändere ich in meinem Alltag, was dann mir und meinem Körper gut tut und mich glücklicher und zufrieden macht. Also die Gesundheitsprävention, die ich für mich tun kann, in der Familie tun kann. Oder wir haben ein Affirmationsseminar mit Klang, das ist wunderbar, wo wir genau hinschauen und mal schauen, wie ist unser Leben verlaufen, was habe ich daraus gelernt, was sind Dinge, die mich dauernd wieder belasten, also so alte Glaubenssätze von der Mutter, vom Opa, aus der Schule, vom Lehrer oder sonst was, die immer wieder belastend sind, zum Beispiel Mädchen können das nicht oder sonst was oder du bist so dumm dazu und die hängen tief in uns drin und die können wir verabschieden mit Klang, wir können loslassen, wir können sie verabschieden und aus der Erkenntnis neue Kraft schöpfen. Also dieses Affirmationsseminar ist wunderbar, auch um Veränderungen einzuleiten. Ja, trotzdem frage ich mich, so eine Klangschale ist ja etwas ganz Einfaches, etwas, das weniger ist mehr Prinzip, davon sprichst du ja auch immer wieder. Braucht man da überhaupt ein Seminar oder kann ich mir nicht so eine Klangschale kaufen und mache das ganz alleine für mich? Also Seminar ist wunderbar, ne? Weil ich sehe, ich bin nicht alleine. Und der Austausch und die Erfahrung mit den anderen zusammen, das macht mich stark. Und das schmiedet auch so eine Art Gemeinschaft zusammen für diese Zeit. Das heißt, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Natürlich kann man das auch machen. Also
möchte demnächst mal ein Buch rausbringen, wo dann zwei CDs oder wo man dann irgendwelche Klangübungen dann über Internet abfragen kann. Das kann man machen. Ist besser als nichts zu tun. Oder wir haben jetzt vor, im September, ich glaube am 11. oder 12. ein Webinar zu machen zur Klangtransformation. Richtig. Also dann werde ich darüber erklären und darüber sprechen. Ich werde Klangübungen zeigen, die man da machen kann. Man kann die Klangübungen in Trockenübungen machen. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt eine Klangschale dazu. Es geht uns nicht darum, unbedingt Klangschalen zu verkaufen, sondern man kann die Übungen auch so machen. Aber ideal wäre es, wenn man dann sich mal eine Klangschale anschafft und damit man sich vielleicht auch eine zweite anschaffen, da kann man noch ein bisschen mehr mitmachen. Ne? Also mit diesem Webinar und ich glaube, das ist ein guter Anfang, wo wir dann alles auch mal probieren, außerhalb des Seminars das zu machen. Das ist sicher auch sehr wirkungsvoll, nur Seminare sind wunderbar. Also daran teilzunehmen ist einfach eine Spitzerfahrung. Und es berührt mich immer wieder, wie die Menschen berührt sind, was sich alles verändert hat, wie glücklich sie sind und sagen, jetzt weiß ich, was ich tue. Ein Beispiel, in einem Seminar hatte ich mir mal zugemutet mit älteren Leuten. Ich war mindestens genauso alt, also über 70. Und die haben immer so eingefahrene Meinungen und so weiter. Und dann hat es zwischen zwei ordentlich gekracht. Ich denke, meine Güte, wo habe ich mich drauf eingelassen? Und der Klang hat es gerichtet. Am nächsten Tag sagt die eine, jetzt weiß ich, was ich mein Leben lang falsch gemacht habe. Und ich werde es anders machen. Und das hat sie getan. Sie kam noch zu vielen Seminaren. Also, es ist nie zu spät, sein Leben zu verändern. Oder wie meine Frau Emily sagt in der Urvertrauens, in den Urvertrauensseminaren. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und meine Ergänzung war mir immer ganz wichtig. Und ein selbstbestimmtes Leben. Frei von Fremdbestimmung. Das ist die Richtung, glaube ich, wo wir es gut hin entwickeln können. Genau. Und du hast es gerade schon erwähnt, es gibt eben ein wunderbares Webinar mit dir, was wirklich für Leute auch gut geeignet ist, die noch nie irgendwas mit einer Klangschale zu tun haben, die einfach vielleicht jetzt auch neugierig geworden sind. Der Europäische Fachverband für Klangmassagetherapie bietet das an im September diesen Jahres 2019. Und wer Interesse daran hat, wer mehr darüber wissen will, kann das auf der Webseite des Fachverbandes finden. Und zwar ist die Website www.fachverband-klang.de. Ich werde das auch noch mal einblenden. Und ansonsten bieten wir ja auch noch wundervolle Podcasts an, wo wir jetzt wieder zum Anfang zurückkommen, warum wir heute hier sind. Und auch bei YouTube, der Kanal, der klang.tv-Kanal des Peter-Hess-Institutes, wo ihr auch ganz tolle Filme und Videos und tolle Interviews findet. Also wer Lust hat, da mal einzusteigen in die Thematik oder sich weiter zu informieren, wird dort sicherlich fündig. Und ansonsten bei SoundCloud, beim Peter-Hess-Institut findet ihr unsere Podcasts und nicht zu vergessen unser Blog natürlich, der Blog des Peter-Hess-Institutes, dieweltdesklangs.de. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, wir sind auf vielen Ebenen aktiv und das ist spannend und zu all diesen Themen machen wir Forschung. Ganz wichtig. Mal schauen, also wir sind jetzt 35 Jahren, bin ich mit Klang unterwegs und hat sich viel entwickelt. Und wir haben einen wissenschaftlichen Bereich. Wo findet man sonst so etwas? Und wo findet man so konsequent Dinge aufgearbeitet wie bei uns? Also da ruhig mal hinschauen, so ist es. Was wir haben. Ja. Gut, Peter, ich danke dir für dieses spontane Interview, was wir hier gerade führen durften. Und ja. Danke, Anna. Sehr gerne. Wunderbar. Bis auf ein neues. Ne? Vielleicht schenkst du uns noch einen Klang. Genau.